In unserem letzten Video konntet ihr den Start in unsere zweite Reise mit angucken. Und hier sind wir gerade auf der Fähre in Italien angekommen und machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Griechenland. Das ist richtig schick. Wie in einem Hotel. Richtiger Luxus für uns. Mit zwei Betten, mit einem Fenster. Und es ist nicht eklig. Nee, es riecht nicht eklig, es ist alles sauber, richtige Bettwäsche. Boden klebt nicht. Saubere Toilette und Dusche. Hallo, wir sind Sassi und Kira, wir sind Hallo. Schwestern aus Berlin. Und wir sind gerade für ein Jahr unterwegs in unserem selbst ausgebauten Van Wilma. Und momentan sind wir in Griechenland. Wir sind letzte Woche hier angekommen, hatten vorher einen ungeplanten Stopp in Deutschland. In dem letzten Land wurde nämlich in unser Van eingebrochen, während wir geschlafen haben und alle unsere Papiere geklaut. Und deswegen mussten wir nach Deutschland zurück, alles neu beantragen. Das hat viel länger gedauert als geplant, 2 Monate. Ja, jetzt sind wir wieder unterwegs und der Start war tatsächlich gerade für mich nicht ganz so einfach. Natürlich waren wir wegen an wunderschönen Orten und ich konnte die Natur genießen. Und das ist nämlich das Schönste, dass wir einfach wieder so unmittelbar in der Natur waren. Aber ich hatte nachts immer, wenn ich aufgewacht bin, direkt Panik. Bin von jedem Geräusch irgendwie total erschreckt worden und hatte dann irgendwie ganz blöde Gedanken. Ihr kennt das wahrscheinlich, nachts sind die Gedanken irgendwie 100-mal schlimmer als am Tag. Ja, und du bist damals auch von dem Einbruch aufgewacht und hast die Geräusche gehört, ja. Tatsächlich. Ich glaube, dann ist das Gehirn auch da total drauf programmiert, in der Nacht auf diese Gefahr zu achten. Ja, und deswegen stand ich die ganze Zeit, seit wir unterwegs sind, irgendwie ein bisschen unter Strom. Also ich hatte die ganze Zeit so einen innerlichen Druck. Ich weiß nicht, ob es nur damit zu tun hatte. Also wir sind auch generell beide manchmal... Also ich will nicht sagen ängstliche Menschen, weil wir sind schon mutig, aber ja. Wir haben viel mit Ängsten zu tun. Mit irrationalen Ängsten und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es nur mit dem Einbruch zu tun hatte oder generell mit der Aufregung, wieder loszufahren. Auf jeden Fall stand ich die ganze Zeit unter Druck und konnte die ersten Orte nur so halb genießen. Also die Natur war natürlich absolut geil, aber ich war die ganze Zeit so und dann sind wir an unserem dritten Ort hier in Griechenland angekommen, den wir euch später im Video auch zeigen, an einem See. Und hier konnte ich total zur Ruhe kommen, wieder im Van ankommen. Hier ja. Ist absolut niemand. Hier haben wir uns sofort so gefühlt, als ob es absolut in Ordnung ist, dass ja, weil wir auch stehen. Die Einheimischen gekommen sind, die hier leben und uns begrüßt haben und uns zum Beispiel Zitronen geschenkt haben oder Gebäck gebracht haben. Und wenn man so willkommen geheißen wird, dann hat man auch das Gefühl, man ist wirklich willkommen, ja, genau. Und stört niemanden. Und hier war es halt ruhig. Also manchmal ist Meer auch ziemlich aufwühlend, finde ich. Und hier ist es absolut still, hier ist nichts, man hört nur Vogelzwitschern, manchmal das Wasser so ein bisschen plätschern vom See. Und hier konnte ich richtig, also ich habe richtig gespürt, wie diese innere Anspannung aus mir so wegfließt und ich zur Ruhe kommen kann. Und hatte auch wieder richtig Glücksgefühle, dass wir wieder im Vanlife angekommen sind. Mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt, aber ich glaube, es wird mit jeder Nacht besser werden. Ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich komischerweise relativ entspannt war, weil ich bin eigentlich diejenige, die in der Vergangenheit mit einer Angststörung hat und deswegen auch Therapie angefangen hat. Aber mir ging das jetzt eigentlich. Ich habe mich relativ sicher, also relativ schnell gefühlt. Ja, aber grundsätzlich hatte ich halt in der Vergangenheit auch total mit Ängsten zu kämpfen. Dazu erzählen wir vielleicht nochmal in einem anderen Video ausführlicher was. Und jetzt schauen wir mal, ob wir uns wieder komplett richtig einfinden können. Ich glaube schon, es fühlt sich so an, jetzt hier in diesem Ort. Ja. Die Fähre hat pünktlich gestartet, aber irgendwie hatten wir trotzdem im Laufe der Fahrt super viel Verspätung. Ich glaube, zum einen lag es an der Zeitverschiebung, aber irgendwie sind wir halt trotzdem dann erst am späten Nachmittag angekommen und wir wollten auf jeden Fall noch aus Patras weg. Da hatten wir nämlich ganz viele Bewertungen mit irgendwelchen Einbrüchen und so weiter gelesen, deswegen sind wir direkt 2 Stunden weitergefahren. Boah, wir haben richtig heftigen Seitenwind. Es schaukelt und schüttelt uns so richtig. Jetzt fahren wir schön langsam und werden natürlich direkt von allen überholt und alle sind sauer, aber egal. Ich glaube, so heftigen Seitenwind hatten wir echt noch nie.
So, zum einen wollten wir halt auf jeden Fall aus Patras weg und da nicht schlafen. Und zum anderen wollten wir halt unbedingt noch den Ambrakischen Golf sehen. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, haben es nicht bis dahin geschafft, aber zum ersten Zwischenstopp. Da hatte ich jetzt erstmal noch nicht so den Anspruch, dass wir irgendwo landen, wo es super schön ist. Ich wollte einfach nur, weil wir im Dunkeln angekommen sind, sicher irgendwo stehen. Und das war auf jeden Fall ein super erster Platz. Wir stehen direkt am Meer, unserem ersten Stellplatz in Griechenland. Kira hat uns gerade leckeres Obstfrühstück gemacht. Ja, wir sind gestern im Dunkeln angekommen, das mag ich nicht, aber wir haben einen ganz guten Platz erwischt und auch richtig gut geschlafen. Ich habe ohne Angst geschlafen. Das war cool. Hier steht noch ein anderer Van neben uns, das war auch ein bisschen mehr Sicherheit dann dadurch. Nachdem wir uns ein bisschen die Beine vertreten haben, sind wir dann direkt weitergestartet zu unserem nächsten Ziel und sind durch wunderschöne Frühlingslandschaften gefahren. Alles hat schon geblüht, das hat richtig gute Laune gemacht. Dann haben wir unser Wasser noch aufgefüllt an der Quelle. Das geht hier in Griechenland übrigens richtig gut, also da findet man eigentlich überall was. Hier holen wir jetzt Wasser. Das ist einfach eine Wasserquelle in Griechenland, hier ganz umsonst. Mit der Gießkanne, weil wir nicht so nah ranfahren können. Die Wasserkanister, die extra, die wir dabei haben, füllen wir auch jedes Mal auf, damit wir Notfallwasser haben. Im Amkribischen Golf gibt es mehrere so kleine Inseln, so Lagunenlandschaften. Und die sind mit so ganz schmalen Dammstraßen verbunden. Und da gibt es dann halt auch immer mal wieder so Einbuchtungen, wo man in der Nebensaison auch stehen kann. Diese Lagunenlandschaft ist übrigens dafür bekannt, dass da super viele Wasservögel sind und wir haben einfach direkt Flamingos gesehen, so eine Riesenherde. Leider sind die immer so weit weg, dass wir die ohne Teleobjektiv nicht so nah drauf kriegen, aber wir haben uns trotzdem richtig gefreut, die direkt am Anfang bewundern zu dürfen. Wer uns schon von Instagram kennt, weiß, wir ziehen die Tiere magisch an und auch hier ist direkt die örtliche Straßenhund-Gang zu uns gekommen. Wir haben immer ganz viel Hundefutter dabei und sie haben sich ganz doll gefreut. Wir haben sie erstmal alle gefüttert und Streicheleinheiten gegeben und sind an diesem wunderschönen Platz angekommen. Endlich sind wir hier am Arbeiten. Aber ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Hier laufen Kühe vorbei. Unser Lieblingshund guckt mich die ganze Zeit an und will gestreichelt werden. Alle anderen Doggos laufen hier auch rum. Hier fliegen Pelikane. Flamingos. Die Kühe sind so Wildkühe. Zwei Stück, die hier einfach rumrennen. Und auf einmal hier direkt neben uns stehen. Kim ist hier. Kira kocht jetzt. Falls ich mich konzentrieren kann. Ja. Kohl. Was machst du? Einen Kohl? Kohlkartoffel-Eintopf. Ja. Und ich schneide an dem YouTube-Video. Kaum sind wir wieder ein paar Tage im Van unterwegs, passt sich unser Rhythmus irgendwie direkt dem Sonnenaufgang wieder an. Und unser Tag hat früh gestartet. So, direkt die Van-Tür auf und die Hundegang ist da. Wird verpflegt. Wir hatten leider die ganze Zeit so starken Wind, dass ihr uns auf dem Video nicht verstehen könnt. Wir erzählen euch da auf jeden Fall, dass wir jetzt einen kleinen Spaziergang machen. Erst dachten wir, die Straßenhund-Gang bewacht weiterhin unseren Van. Aber sie sind dann doch mit uns mitgekommen und haben uns die ganze Zeit begleitet.
An diesem Platz hatten wir echt richtig Glück, weil wir auf der einen Seite morgens den wunderschönen Sonnenaufgang angucken konnten und auf der anderen Seite dann den Sonnenuntergang. Am nächsten Tag wollten wir weiter und uns einen ganz besonderen Ort da ganz in der Nähe angucken. Wir sind gerade an dieser super coolen Straße, wo wir eigentlich unbedingt Drohnenaufnahmen machen wollten, weil die Straße halt links und rechts von Wasser umgeben ist. Aber es ist einfach zu windig. Die es ist so stürmisch. Ja, die Drohne ist uns gerade schon die ganze Zeit abgedriftet und da dachten wir, nee, yeah, das Risiko also, da gehen wir besser nicht ein. Da war die ganze Zeit eine hohe Windgeschwindigkeit und das ist die ganze Zeit weggewunden. Also hat nicht das gemacht, was ich wollte. Ja, es soll nicht sein. Ich habe uns dann einfach erstmal Frühstück gemacht und wir haben danach noch ein bisschen die Gegend zu Fuß erkundet. Wir wollten ja dann eigentlich direkt weiterfahren, aber wir haben dann einen richtig schönen Platz gefunden und da wollten wir dann unbedingt noch eine Nacht bleiben. In Griechenland findet man übrigens überall wieder diese kleinen Mini-Kapellen, glaube ich, heißt es. Die haben uns in Rumänien schon überall auf unserem Weg begleitet. Einer der Gründe, weshalb Camper an manchen Orten nicht mehr gerne gesehen werden und es immer öfter Verbote gibt, ist, dass überall Müll liegen gelassen wird beim Campen. Vor allen Dingen Feuchttücher. Und Exkremente. Also es wird alles einfach hinterlassen. Und dann ist es ja kein Wunder, dass die Einheimischen und auch andere Menschen es einfach nicht mehr gerne sehen, dass die Menschen in der Natur campen. Und deswegen versuchen wir, jeden Ort sauberer zu hinterlassen, als wir ihn vorfinden. Ja, damit man sich möglichst lange an der Natur erfreuen kann und es halt nicht mehr so viele Verbote gibt. Am Nachmittag haben wir dann noch ein bisschen zu Fuß die Lagune weiter erkundet und sind über so eine ganz, ganz schmale Dammstraße oder Fahrt eher weitergelaufen und haben dann eine ganz einsame Bucht entdeckt. Da war es super windstill, kein Mensch zu sehen, gar nichts. Und da war noch diese kleine Mini-Insel, da sind wir ein bisschen reingegangen, das war richtig cool. Spüren with the view. Auch an diesem traumhaften Ort ist der Tag wieder mit einem wunderschönen Sonnenuntergang zu Ende gegangen. Wir haben uns abends nochmal umgestellt in einen bisschen windgeschützteren Bereich. Ich habe von diesem andauernden Wind die ganze Zeit Herzrasen gehabt und es hat meinen inneren Stress total verstärkt. Generell an diesem Ort, deswegen wollte ich am nächsten Tag dann einfach so schnell wie möglich los, obwohl es da wirklich so schön war. Riesigen Einkauf bei Lidl gemacht. Erstmal alles eingekauft. Ganz viele Katzen- und Hundefutter. Ja. Und Snacks für die Hunde und Katzen. Wir hatten eben tatsächlich einen richtig windstillen Moment und konnten die Drohnenshots noch machen, die wir uns so gewünscht haben.
Jetzt füllen wir erstmal wieder den 10 Kilo Hundefuttersackenteil in die Dose. Und dann geht's gleich weiter zu einem See. Wir wussten schon, dass wir am nächsten Ort wahrscheinlich ein bisschen länger bleiben an diesem See und deswegen haben wir unser Wasser nochmal aufgefüllt und haben dann auch gleich eine Straßenkatzengang gefunden, die wir mit unserem Futter auch sehr glücklich machen konnten. Dann sind wir zum Limni Trichonida, ich glaube, ich spreche es falsch ausgefahren, das ist der größte See in Griechenland. Dieser See war wirklich ein absoluter Traum, die Anfahrt war ein kleiner Albtraum, also es war richtig holprig, super eng, wir hatten teilweise, dachten wir, oh Gott, können wir hier wirklich langfahren? Und die Einheimischen haben uns dann tatsächlich auch erzählt, dass vor 15 Tagen die Straße noch überflutet war, da hätten wir gar nicht kommen können, aber es hat sich sowas von gelohnt. Die meiste Zeit waren wir an diesem wundervollen Ort komplett alleine. Zwischendurch hatten wir ein bisschen Besuch von Einheimischen, die super lieb waren und konnten dieses glasklare Wasser, diese alten Olivenbäume und die wunderschönen Frühlingsblümchen total genießen. So, ich weiß nicht, ob ihr da hinten noch den Schnee auf den Berggipfeln seht. Das Wasser ist also noch ziemlich kalt vermutlich. Also ich war mit den Füßen gestern drin, es hat wehgetan, so kalt. Aber wir versuchen jetzt mal, ob wir es reinschaffen. Wir sind so unglaublich froh, dass wir mal wieder unsere eigenen Grenzen erweitert haben und trotz unserer Ängste einfach losgefahren sind. Denn sonst hätten wir diese ganzen wunderschönen Erlebnisse einfach verpasst. Manchmal ist Vanlife ein stressiges Unterfangen, aber in solchen Momenten
kann ich es auch einfach gar nicht fassen, wie wunderschön es sein kann.